Aber so kann man es auch lassen, denke ich. Reicht auch. Passt schon, ich meine, hey. Das soll jetzt kein weltbewegend riesiges Ding werden. Kein Monument. Er hat Ding gesagt. Wer hat Ding gesagt? Ich. Voll geil. Ich auch gerade. Penis. Niveauvoll heute wieder. Ja, wie immer. Ach ja, aber so kennt man uns doch. Ja, niveauvoll bis zum Umfallen quasi. Wir schmieren uns die Creme überall hin, ne? Dieses Nivea. Oder Nivea, wie das heißt. Ja, ich glaube Nivea hieß es. So, Ballas, wie machen wir das denn jetzt hier hinten? Warte. Ich muss hier gerade noch... Da, wo jetzt das Loch quasi entstanden ist. Wieso ist dein Loch? Dann würde ich sagen, machen wir Lava rein. Okay. Um den Hafen abzufackeln. Dann machen wir das so. Keine Ahnung. Stopfen wir das Loch, tun wir Schweine rein. Nein, das ist im See. Verdammt. Ich wusste, es gibt hier einen Haken an der Sache. So, schau mal, was habe ich noch an... Ja, das ist genau die Menge, die ich noch brauche. Eigentlich bräuchte ich mehr. Ja, bebauen wir das da mit Erde wieder zu? Oder wollen wir da noch irgendwie so einen kleinen Außensitzbereich mit hinbauen oder sowas? Tja, ich würde ja sagen, wir bauen dann noch was hin. So einen kleinen Außensitzbereich oder sowas. Oder wir kippen es mit Erde zu. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht so spektakulär. Mit Erde zu kippen? Ja. Och, Sachen mit Erde zu kippen kann schon ziemlich spektakulär sein. Kommt da drauf an, was du damit zukippst, ne? So, Ballas, was sagst du? Es wird Nacht. Oh, jetzt sieht man gerade den total intellektuellen Chat hier. Okay. Ich finde das irgendwie ganz cool. Mhm. Ich würde die Dinge jetzt hier noch ein bisschen trennen mit. Also die einzelnen Abteile praktisch, dass du, wie gesagt, dass du hier so für den Flusshandel, dass du da die verschiedenen Kontore hast von den verschiedenen Händlern, von den verschiedenen Händlergilden. Okay, aber es soll ja nicht nur für Händler sein, sondern eben auch für Touris sozusagen. Gut, dann machen wir ganz links den Touri-Stand rein, weil da geht's dann noch raus zur Terrasse zum Sitzen. Wo man gemütlich sitzen kann und Schnaps trinken oder so. Hast du noch Holz da, oder? Ja. Wie viel? Genug, was brauchst du denn? Holz. Ich brauche noch ein paar Half-Steps. Ja, aber ich habe noch ganz schön viel in der Tasche. Hier, ich gebe dir einfach einen Stack ab. Gib es mir. Na, komm zu mir geflogen. Ich bin auch schon da. Achso. Ich weiß, ich sehe dich doch. Aber da, das Holz liegt doch da. Dreh dich doch mal ein bisschen um, alter Blindfisch. Wo? Ach, da. Hey! Holz! Ich habe Holz! Ich habe Holz gemacht. Ja. Nee, Moment, das lag da. Ist ja egal. Ich habe es selbst gemacht. Na. Habe ich hart für gearbeitet. Aber wenn du so machen willst, dass du hier draußen noch einen Außensitzbereich hinbauen willst, dann würde ich dir sagen, wir machen eher ganz rechts den Touri-Stand hin. Warum? Oder die Touri-Ecke. Weil das hier einfach Sinn ergibt. Warum bist du dann... Also du willst dann praktisch hier drüben die Touri-Ecke hinmachen. Nee, hier. Da, wo ich jetzt bin. Ja, das war ja gemeint. Das ist ja hier die Touri-Ecke. Standen wir vorhin wahrscheinlich... Hier direkt raus, dass du hier genau rausgehen kannst. Du so ein... Guck mal, ich bin hier im Café, im Außenbereich. Und schlürf dort... Dorte. Ja, ich schlürf Dorte. Dorte schlürfe ich, weißt du? Aber weißt du, sag ich euch ja nicht. Jetzt gibt's was auf dem Nischel. Ja, denn jetzt gibt's Ärger. Es kommt noch härter. Mein Gott. Tintenfische. Juvi, ich hab Angst. Hui, Geronimo, Platsch.
Söderle. So, Fichte habe ich jetzt nicht mehr dabei. Aber guck mal, wenn man hier so als Frachtkisten quasi diese Holzblöcke reinstellt, ist doch auch gar nicht so verkehrt, oder? Ich sehe von hier aus, wo ich bin, gerade gar nichts. Ja, schäm dich. Ich bin nämlich blind. Alter Blindfisch. Und meine Brille nützt da auch nichts. Nope. So. Ja, passt doch. Das sollte man die vielleicht nicht so da an die Wand stapeln, weil sonst verbindet sich das mit den Zäunen. Ich glaube, so schlimm ist das nicht, oder? Nur sonst legst du die halt so in den Weg rein. Ja, gut. Passt schon. Ich meine, das läuft. Gibt's noch irgendwie Holz, was so kistenförmig ausschaut? Ich glaube nicht, ne? Nicht wirklich, nee, da ist das schon das Beste eigentlich. Ich dachte nur gerade, dass ich da zwei verschiedene Farben reinlegen kann, aber das wird nix. Nee, wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht noch so ein paar... Warte mal. Ich probiere es einfach mal was. Sowas noch mit reinsetzen? Oh ja, das ist doch eine gute Idee. Das sind Strohballen, oder? Ja, so Heuballen nennen sie sich, glaube ich. Warte mal. Oder so. Wie heißen sie? Haybale, also Heuballen. Ja. So, zwei Stück kann ich noch machen. Also dann bin ich erstmal leer gerade. Achso, okay. So, mehr habe ich nicht zur Verfügung. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ich glaube, ich brauche mehr Holz. Euer Volk hungert. Mein Konkurrent baut seine Städte aus. fällt mir noch irgendwas ein. Ja, nee. Dafür gibt's hier genug. Nee, sonst fällt mir jetzt gar nichts ein, was er sonst zugesagt hat. Guck mal, und hier stapeln wir einfach Holz drin. Holz! Ey! Aus was für Tieren macht man Holz? Aus Holzwürmern. Ah. Ja, weißt du? Klingt logisch, ja. Konnte ich das nur bisher übersehen? Oh Mann. Jetzt mal wieder hier absolut hochwertige Unterhaltung. Ja, nur so lernt man. Ja. Nichts, meine ich natürlich. Hast du gerade noch zwei Cobblestones da? Nein, ich habe keine Cobblestones da. Wo bist du? Hier hinten, setz doch mal eben zwei rein, bitte. Okay, warte, eins, zwei. Ja, sehr gut. Gleich verprügel ich dich. Nein, nicht schlagen. Hast du eine Spitzhacke? Ich hab nicht mal eine Spitzhacke dabei. Und macht der Ball so einen Unfug und hat nicht mal eine Spitzhacke. Voll frech eigentlich. Ja, kennen wir doch schon von dir. Dann lässt dann Juvi alles aufräumen. So ein Arschloch. Ist ja alles nicht unbekannt. So, dafür prügel ich mal kurz das Mikrofon. Yay! Voll lauter Hass auf Balas. Oh, ich hoffe, er hört das. Rumpel, Dümpel. Dass er sich deswegen ärgert. So. Oh, ist doch okay. Ups. Ja, du musst ein bisschen lauter reden. Das Ding. Warte mal, hier baue ich es schlecht ab. Schau mal kurz, was meinst du vom Abstand her zu den Stegen? Moment. Ich habe das Gefühl, dass die Musik schon wieder so laut ist. Also ich hätte jetzt gesagt, dass da circa fünf Felder vielleicht dazwischen machen. Moment, ich komme gleich. Wie viele sind es jetzt? Also jetzt habe ich 5 dazwischen, zwischen den zwei. Das ist doch aber okay, oder? Zwischen dem ersten und dem zweiten Steg hier, ne? Boah, ich denke, das passt. Boah, das geht gar nicht, ich muss mir jetzt schnell eine Axt brauchen. Warte, ich muss mal kurz gucken, habe ich hier nicht irgendwelche Hotkeys da? Mach ich damit jetzt nur die Musik leiser oder alles? Bin mir unsicher. Weiß ich nicht, bin ich leiser? Hallo, hallo, hörst du mich? Hörst du mich laut oder leise oder hörst du mich überhaupt noch? Bin mir unsicher. Sag mal was. Was? Okay. Ja, okay, ich kann alles muten. Das heißt, ich mach damit auch alles laut und leise. Das ist doof. Ich hab so ein bisschen Angst, dass du zu leise bist irgendwie.
Warum? Wegen der Musik? Ja. Gehe ich in der Musik unter? Ist es wenigstens schöne Musik? Ja, besser als deine Stimme ist alles. Das ist voll gemein. Das stimmt aber. Was? Moment. Habe ich mich gerade selber geframed? Also, falls die Balas jetzt diese Runde mal nicht so gut hört, dann Pech gehabt. Pech gehabt. Der Balas erzählt eh nichts Interessantes. Hat die Kuh vorhin eigentlich zufällig ein bisschen Leder gedroppt? Wie ist der Zufall so will, hat die Kuh vorhin ein bisschen Leder gedroppt, nämlich eins. Kannst du mir das eine mal geben? Nein. Das wäre ganz toll. Außer du schaust, dass du mich lauter kriegst. Dann müsste ich die Aufnahme kurz abbrechen. Ist mir egal, dann brich die Aufnahme ab. Okay, dann machen wir das mal kurz und ich bin gleich wieder da. Ich will trotzdem mal kurz gucken. Bis gleich. Okay. Moment. Bis gleich, Leute. Ciao. Ciao. So, da sind wir wieder. Und jetzt ist Balas hoffentlich einen ganz kleinen Tick lauter. Ein ganz kleines bisschen habe ich am Rädchen gedreht, so wie immer. Genau, also ich drehe eigentlich nur am Rad, aber... Sollte jetzt eigentlich ganz gut passen. Jetzt frage ich mich gerade, wie baue ich denn das Dach von dem Schuppen hier? Ich will nicht schon wieder ein Dach bauen. Bau du mal das Dach nachher. dann bau du hier die komischen Pfosten dann. Ja. Die Stützpfoste. Ich hasse nämlich Dächer, wie vielleicht so der eine oder andere weiß. Echt? Warum? Du brauchst doch immer so schöne Dächer, Yubi. Ich hasse Dächer. Ich hasse dich auch. Ja, ich hasse mich auch, aber das ist ja normal. was machen wir hier für ein Dach drauf? Ich finde die eigentlich so schön. Ich würde es so lassen. Ich baue nämlich Dächer noch viel lieber als Yubi. sieht man an meinem Erdhaus, ne? Also, das hat ja ein Erddach. Oh, wir haben Erde drauf gekippt, passt schon. Aber ernsthaft, Dächer sind auch teilweise echt stressig hier drin. Nur so ein bisschen. Schauen wir mal, wie machen wir das Dach am besten? Wollen wir es aus Öfen bauen? Genau, wir machen ein Ofendach. Ein beheizbares Dach. Genau. So wie man sich eben so ein Dach vorstellt. Beheizt. Und dachig. Ja, ganz klar. So. Ich bin der König der Welt. Uhu. Oh, hab das falsche Holz genommen. Ach, Juvi. Was denn, wolltest du mir hier eine Fallgrube machen? Sag mal, baut sich das immer ab? Wenn du unter Wasser bist, baust du langsamer ab. Ja, langsamer, aber das eben war gar nicht. Ja, unter Wasser arbeitet man halt nicht so effektiv. Du also vielleicht sobald, nicht. Sobald du deinen Scheißkopf unter Wasser hast, ne, kannst du nicht mehr arbeiten. Ist ja in echt auch so. Sobald du deinen Kopf unter Wasser hast, ne, ertrinkst du. Ist das so? Da lässt sich schlecht arbeiten dabei. alles klar. Ey. Weißt du, was für ein Dach ich ganz cool finden würde bei dem Haus da? So wie du es damals an dieser einen Brücke gebaut hast. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Bei der Treppe zu mir hoch zu meiner Brückenwohnung? Ja, genau. Wie habe ich das gemacht? Da hatte ich, glaube ich... Also 100%ig kann ich es auch nicht mehr sagen. Gut, das war halt stufenförmig. Das war im Grunde so ein absolutes Standarddach, was ich da hatte, auch dran. Aber es sah irgendwie ganz gut aus. Ja, weil es halt durch die Stufen war, hat es ganz cool gewirkt. Hier ist es halt wie gesagt einfach so ein normales Standarddach damit. Jo. Aber ich hätte hier, warte mal. Ich glaube, ich habe ungefähr einen Plan. Okay. Ich brauche nur Material. Aus was für Material wollen wir das Dach machen? Weiß ich nicht, irgendwas, was optisch halt dazu passt eben. Ja, so rötliches, so für den Hafen, vielleicht so ein bisschen wirklich aus. Ja, so aus Stein oder sowas? Ja, aber es muss ein bisschen zu dieser ganzen Holzoptik schon passen. Dann welches Holz könnten wir denn hernehmen? Was dunkleres an Holz oder sollen wir helleres nehmen? Ich würde fast was dunkleres sagen, oder? Ja, ich denke auch. Hast du noch Half-Slabs über? 37. Ja, das dürften reichen. So, hast du irgendwie was an Tropenholz oder so da? Nee, Tropenholz gar nicht. Dann gucke ich mal bei mir in der Home nach.